Ich bin Guido Knopp, wenn Sie so wollen, Professor Doktor. Meine offizielle Bezeichnung im ZDF ist Leiter des Programmbereichs Zeitgeschichte im Zweiten Deutschen Fernsehen. Das klingt ein bisschen so wie Zentralkomitee der SED, aber es ist ein demokratisches Medium. Da sind wir schon bei eigentlich mittendrin im Interview, denn diese Funktion geben Sie auf. Ist das eine Entscheidung, die natürlicherweise durch das deutsche Rentengesetz geregelt ist oder warum hören Sie auf? Weil man mit dem 65. Geburtstag nicht nur im Zweiten Deutschen Fernsehen, sondern auch generell in der öffentlich-rechtlichen Anstalt in den Ruhestand tritt, wobei ich sagen muss, dass viele dieses Alter in Aktion ja gar nicht erreichen. Viele gehen ja schon früher in den Ruhestand. Mir hat die Arbeit so viel Freude gemacht, dass ich es bis zum letzten Tag auskoste, im wahrsten Sinn des Wortes. Für mich war es nie Pflicht oder Arbeit, sondern etwas, wo ich meine ganze Kreativität und meine Leidenschaft auch wirklich verwenden konnte. Und wenn es nicht mein Job geworden wäre, wäre es mein Hobby geworden. Ich habe Sie auch mindestens 30 Jahre lang in Erinnerung, sogar jeden Sonntag, als Sie uns gezeigt haben, rekonstruierenderweise, was vor 40 Jahren immer passierte. Die Viertelstunde, die habe ich sozusagen immer am Sonntag sehr genossen. Sie sind mir natürlich dann logischerweise aufgefallen durch viele Hochglanz-Dokus, mit denen Sie sich nicht nur einen Namen gemacht haben, sondern auch kritisch Historiker zum Diskurs angeregt haben. Gibt es, wenn man mal zurückblickt, so etwas wie ein Muster Ihrer Arbeit, also so eine Generalthese, die sich durch alle Filme, Dokus hindurchzieht, die Sie gemacht haben? Wie würden Sie das selber sehen? Ist schwer, wenn man das selber definieren soll. Wenn ich es mal inhaltlich definiere, so ist es natürlich das Bestreben, dass man einerseits investigativ vorgeht. Und ich denke, dass uns das im Laufe der Jahre immer besser gelungen ist. Ich bin ja kein Einzelakteur. Ich stehe an der Spitze einer wirklich sehr kreativen und tatkräftigen Redaktion, 30 Menschen, die das mit mir betreiben. Und ich habe die Gnade, alle selbst ausgewählt zu haben, was wunderbar ist. Investigativ zu sein, nicht nur, aber nicht zuletzt auch, was die Nazizeit betrifft, zu zeigen, das ist geschehen, das darf nie wieder geschehen, so war es. Das müssen wir künftig verhüten, aber zugleich auch zu zeigen, dass sich die deutsche Geschichte nicht nur in der Nazizeit erschöpft, sondern dass es eine sehr kulturell reichhaltige Geschichte davor gab, jahrhundertelang davor, und dass es vor allem eine friedliche und glückliche Zeit danach gab. Vielleicht die beste, die glücklichste Phase der deutschen Geschichte, trotz der Teilung, die ja am Ende des Jahrhunderts auf überraschende, wundersame Weise aufgehoben worden ist. Wenn Sie so wollen, ein Happy End am Ende eines blutigen, und faszinierenden Jahrhunderts, und das nur 44 Jahre nach dem tiefsten Punkt der deutschen Geschichte, 45, also zu zeigen, dass wir uns im Grunde über diese Phase der Geschichte auch freuen können, die Zeit nach 45, und dass sie eine erfolgreiche Geschichte war, das ist auch etwas, was man bei der Gesamtbetrachtung des Themas Zeitgeschichte dann nicht hintanstellen darf. Ich sage Ihnen mal meine Sicht auf Ihr Werk, sofern ich das überhaupt vollständig genossen habe. Aber was mir aufgefallen ist, die Rolle der Persönlichkeit wird von Ihnen sehr stark betont. Also es sind handelnde Menschen in ganz konkreten Handlungsgebieten. Teilweise ist das, was dort gezeigt wird, noch nie so gesehen worden. Also es war möglicherweise auch der Versuch, hier etwas aus einer Sicht zu zeigen, was bisher noch nicht abgelichtet wurde. Möglicherweise, aber vielleicht ist ja für Sie tatsächlich der Mensch als Träger von Geschichte auch sehr dominierend. Und dann der formale Aspekt ist, dass Sie gesagt haben, wir machen Fernsehen, wir können nicht ständig irgendwelche Schriftdokumente abfilmen, das ist langweilig, sondern Fernsehen hat auch etwas mit Aktion zu tun, mit Agieren zu tun, und da, wo es das Dokument nicht hergibt, rekonstruieren wir es sehr liebevoll, was Ihnen auch viel Kritik eingebracht hat. In Ihrem neuesten Werk, was Sie verantworten, Weltenbrand, kommt genau das wieder zum Zuge, sozusagen als Abschluss. Aber besteht da nicht die Gefahr, sage ich mal, wenn man die Geschichte der Persönlichkeit so in den Mittelpunkt rückt, dass man denkt, hätte es diese Menschen nicht gegeben, wäre die Geschichte anders verlaufen? Man kann ja an der Geschichte des 20. Jahrhunderts sehen, dass an den wirklichen Wendepunkten dieser Geschichte
das Verhalten oder auch Fehlverhalten von Menschen eine entscheidende Rolle gespielt hat. Natürlich gibt es die Diskussion und die Schule der Historiker, die sagen, Strukturen entscheiden über die Geschichte. Aber an den Wendepunkten waren es immer Menschen, die aus den Strukturen herausgebrochen sind und Entscheidungen oder Fehlentscheidungen getroffen haben. Ich sage Ihnen nur ein paar Beispiele. Nehmen wir 1933, Hitlers sogenannte Machtergreifung, die für mich eher eine Machterschleichung war. Vieles war angelegt in der Geschichte, dass es dazu hat kommen können, aber es hat nicht zwangsläufig dazu kommen müssen. Denn es war so, dass es letzten Endes doch eine kleine Zahl von Menschen gewesen war, von Papen, den Sohn von Hindenburg, die Hitler sozusagen sich engagieren wollten als Steigbügelhalter für ihre eigene Macht. Es waren Illusionen gewesen. Es gibt ja das berühmte Zitat von Papen, in 6 Wochen haben wir den Karl so in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Und das war eben die große Illusion, dass das geschehen würde. Es geschah genau das Gegenteil. Und hier haben wir das typische Fehlverhalten von Menschen, von Einzelnen, die Illusionen hatten. 1944, Attentat von Stauffenberg, ein Einzelner, der 2 Bomben in seiner Aktentasche hatte und nur eine scharf machen konnte, die andere dann in der anderen Aktentasche gelassen hat. Man darf ihm das nicht vorwerfen. Wenn er die ungeschärfte Bombe in der Aktentasche mit der geschärften gelassen hätte, wissen wir ja heute, dann, dass der Effekt sich nicht verdoppelt, er hätte sich vermehrfacht und das Zielobjekt wäre definitiv umgekommen. Wenn das geschehen wäre, dann hätte dieser schreckliche Zweite Weltkrieg ein ganz anderes und auch früheres Ende gefunden, mit vielen Toten, die den Menschen erspart geblieben wären, vielen Städten, die unzerstört geblieben wären und vielen anderen Folgerungen. Und nehmen wir auch 89-90, hier eine glückliche Phase der deutschen Geschichte, wenn die handelnden Personen da, und ich nehme nur 3 Beispiele, eben nicht Kohl und Genscher auf deutscher Seite, mit ihrem Sinn noch für die Thematik Wiedervereinigung, die ja andere längst nicht mehr hatten, diesen Sinn. Und auf der russischen, sowjetischen Seite Gorbatschow, der sich ja auch vom Saulus zum Paulus gewandelt hat, vom Dezember zum 89, zum Januar 1990 gestanden werden, mit ihrem ganz besonderen, spezifischen Verhältnis. Dann wäre diese Phase der Geschichte gewiss auch ganz anders verlaufen. Also, wenn wir beispielsweise einen Bundeskanzler Lafontaine gehabt hätten zu der damaligen Zeit, als Saarländer und einer, der, um es mal vorsichtig auszudrücken, der Wiedervereinigung nicht gerade mit Leidenschaft entgegenfieberte, dann wäre die Geschichte möglicherweise auch ganz anders verlaufen. Also wir sehen, dass es immer ein Wechselspiel ist von Strukturen, aber an den Wendepunkten von Entscheidungen von Einzelnen, die die Geschichte verändern. Aber Sie lassen in Ihrem ersten Teil von Weltenbrand den Sprecher sagen, wenn die agierenden Soldaten und Politiker der Zeit damals klüger gewesen wären, hätte es einen Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Ist das eine Frage von Klugheit gewesen? Ich denke ja, denn es ist ja damit gemeint, das genaue Zitat heißt ja, wenn sie den Ersten Weltkrieg verhindert hätten, hätte es natürlich keinen Zweiten gegeben. Und ohne den Ersten Weltkrieg kein Zweiter Weltkrieg. Das ist ja nun unbestritten. Und so bedurfte es noch eines weiteren Krieges, das ist die Aussage, bis die Mächtigen in Europa die Kraft gefunden haben, wieder über die Schlachtfelder so aufeinander zuzugehen, wie es die Soldaten am Weihnachten 1914 getan haben. Vielleicht noch ein Abschlussstatement zu Ihrem Ausscheiden als Geschichtsfernsehprofi beim ZDF, muss man ja vielleicht dazu sagen. Sie haben sich zum Schluss einen würdigen Film gegönnt oder eine würdige Staffel. Warum gerade wieder so Leid und Schrecken? Warum nicht etwas, was optimistisch vielleicht auch für uns Menschen sein könnte, die wir zugucken? Ach, das haben wir ja im Laufe der letzten Jahre auch immer gemacht. Für mich war es ja immer eine große Freude und auch mal ja eine Erleichterung, mal eine Reihe verantworten zu können über Königskinder in Europa oder beispielsweise Fußballfilme wie Das Wunder von Bern, die wahre Geschichte. Ja, das war eine große Freude. Die
die Art und Weise, wie man an Themen herangeht, ist ja genau dieselbe. Materialsuche, Zeitzeugenrecherche, Zeitzeugenbefragung, eine kunstvolle Gestaltung etc. Die Thematik ist dann natürlich ein bisschen leichter und schöner. Das habe ich eigentlich alles gemacht, aber zum Abschluss denke ich, weil doch auch das wirkliche ernste Historische letzten Endes immer im Mittelpunkt stand, fand ich eine Reihe über den 30-jährigen Krieg des 20. Jahrhunderts etwas Würdiges und auch etwas Abschließendes.